So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen heute meine Nummer 6 auf meiner Top-10-Liste der Solospiele. Das ist Black Sonata von John Keane aus dem Sideroom Games Verlag. Erschienen, ich glaube, 2020. 2017 war es bereits im Print and Play, soweit ich weiß. Hat auch da entsprechend auf Board Game Geek schon Preise gewonnen. Kam dann aber 2020, ich glaube, als Kickstarter raus. Ups, jetzt habe ich es falsch rum zusammengepackt. Hat eine Menge Komponenten drin. Beim Sideroom Games Verlag mit hochwertigen Leinenfinish und so weiter. Wir gehen es im Einzelnen durch. Es ist auch eine Erweiterung dabei. Ich möchte mit euch heute aber nur das Grundspiel spielen, um euch die Prinzipien des Spiels näher zu bringen. Ich bedenke, dass wir irgendwann auch nochmal ein Video machen müssen mit den Erweiterungen. Auf die gehe ich gleich ein, wenn wir die Komponenten durchgehen. Also, wir befinden uns in Shakespeare-Zeiten. In London der Shakespeare-Zeit. Eine Regel, englische Regel, die das alles gut erklärt, keine Geheimnisse offen lässt und auch ordentlich geschrieben und formuliert ist. Es gibt zu der Geschichte der Orte und der Personen, die hier eine Rolle spielen, da kommen wir gleich zu, auch ein ja, ergänzendes Booklet, ein kleines Büchlein, wo zu jeder Person und zu jedem Ort ein paar historisch belegte oder eben vermutete Dinge beschrieben sind. Und dann gibt es neben dem Spielbrett selbst einiges an Komponenten, das wir jetzt durchgehen müssen. Also, wir haben hier unsere Spielfigur. Wir spielen einen Menschen, einen Detektiv, der versucht, die sogenannte Dark Lady, die dunkle Dame, zu finden. Es ist wohl so, nagelt mich da bitte nicht fest, ich bin kein Shakespeare-Kenner, kein Historiker, dass Shakespeare wohl zu diversen Damen in irgendeiner Form Beziehungen hatte. Das meine ich jetzt überhaupt nicht anzüglich, sondern das sind einfach irgendwelche Bekanntschaften, was auch immer. Und es geht in dem ganzen Spiel darum, eine dieser Dark Ladies, der dunklen Damen, zu identifizieren. Die haben gewisse Eigenschaften und die müssen wir herausfinden. Es handelt sich hier um ein Deduktionsspiel mit gleichzeitigem Hidden Movement und das als Solo. Das macht das Ganze ziemlich interessant. Wir haben hier die Dark Ladies, um die es geht. Es sind ein Dutzend Karten mit verschiedenen Personen abgebildet, Namen darunter. Und jede Person, die ihr hier seht, hat drei Eigenschaften in diesem Spiel, die durch diese Symbole gekennzeichnet werden. Jede Person hat verschiedene Eigenschaften. So, wir werden nachher eine davon suchen müssen. Und das passiert mit logischen Hinweisen, auf die wir gleich achten müssen. Und zwar hat jede Karte eine unterschiedlich farbige Rückseite. Es gibt immer paarweise zwei gleichfarbige Rückseiten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Violett hier als Rückseite nehmen, das sei unsere dunkle Lady. Und wir decken irgendeinen anderen Hinweis auf. Nehmen wir mal diesen hier. Diese Dame ist nicht die dunkle Lady, das ist klar. Aber sie hat drei Eigenschaften, von denen in diesem Falle genau zwei. Das sagt uns nämlich dieser Hinweis hier auf der rechten Seite. Der sagt uns, dass zwei der Eigenschaften dieser Dame auch für diese Dame gelten. Welche das sind, steht hier natürlich nicht. Das ist das, was wir herausfinden müssen durch Kombinatorik. Wir kontrollieren das jetzt mal ganz kurz. Das Herz, das Tintenfass mit der Feder und der Ring, zwei davon, genau zwei, gelten auch für diese Karte. Wir drehen das mal um, checken das mal gegen und da sehen wir, es sind in diesem Falle das Herz und das Tintenfass mit der Feder. Und genau so sind die Hinweise hier auch für die anderen Rückseiten der Karten beschrieben und aufgelistet. Und ihr seht also, hier gilt zum Beispiel für die andere Karte der gleichen Rückseite genau einer dieser Eigenschaften. Und bei solchen Symbolkombinationen gelten genau 0 oder genau 2. Also entweder keine oder genau 2 dieser Eigenschaften für die eichelfarbene Rückseite oder für dieses Eichelsymbol. Das ist dieses hier. Das heißt, auch für Farbenblinde sollte es über die Symbole sehr gut spielbar sein, das Ganze. Und wie das Ganze zusammenpasst, checken wir gleich. Da gibt es noch eine Versteckkarte. Hidden Movement habe ich gesagt. Wie funktioniert das? Das funktioniert über diese Ortssymbole, über dieses Fluchtdeck in Anführungszeichen, Kartendeck, das einen gewissen Weg aufmarkiert, den die dunkle Lady läuft und den wir irgendwie rausfinden müssen, den wir irgendwie versuchen müssen zu kreuzen, wenn wir alle Hinweise, alle Eigenschaften haben, dass wir sie dann konfrontieren müssen nach dem Motto, du bist es und du hast diese und jene Eigenschaften. Diese Karten werden nach einem bestimmten Muster sortiert. Das ist dieses Deck hier. Und dieses Deck hat auf
der Ober- und Unterseite jeweils Buchstaben. Und diese Buchstaben ergeben, je nachdem, in welcher Position man ist, auf der gleichen Position immer einen Pfad. Einen durchgehenden Pfad durch London an all diesen Orten vorbei. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten über die 26 Alphabetskarten hinaus, die das Ganze noch ein bisschen variabler machen. Und ich habe jetzt einen Pfad, diese Karten habe ich bereits sortiert, und zwar nach dem dritten Buchstaben der oberen Reihe. Und genau diese 6 Karten hier spielen auf diesem Pfad dann jedenfalls nicht mit. Sie spielen auf anderen unterschiedlichen Pfaden mit. Es gibt oben und unten jeweils entsprechende Buchstabenkombinationen. Und diesen Pfad, den läuft die dunkle Dame. Und wir müssen nach und nach schauen erschließen, wo die dunkle Dame sein kann. Währenddessen stolpern wir, oder was heißt stolpern? Wir laufen durch diese Orte durch, können sie besuchen, bekommen dann Hinweise und können dann hin und wieder nach der dunklen Dame uns Ausschau halten. Das ist das, was im Grundspiel passiert. Und hier die Köpfe, diese Holz-Icons mit den Köpfen, die helfen uns dabei, dann zum Beispiel zu sagen, okay, wir sehen jetzt eine Karte mit einem Haus. Das heißt, sie kann hier sein, hier sein, hier sein oder hier. Das sind alles die Orte, bis zu 4 gleichzeitig, an denen sie jetzt sein könnte. Wir sind meinetwegen hier. Und wenn wir dann die nächste Karte aufdecken, dann muss es eine sein, die nur einen Schritt weit von einem dieser Orte weg ist. Könnte jetzt wieder alles sein. Aber nehmen wir mal an, es sei jetzt ein Kirchensymbol zu sehen. Als nächstes, ich decke es jetzt nicht auf. Nehmen wir mal an, es wäre jetzt so ein Symbol. Dann würde sie jetzt entweder hier sein können. Sie könnte auch hier sein, von wo aus auch immer. Oder sie könnte hierhin gelangt sein. Dann war sie aber nicht hier, weil hier nicht in einem Schritt weg ein Kirchensymbol ist. Ihr seht aber, da wo sie ursprünglich hätte gewesen sein können, ist jetzt auch ein Kirchensymbol. Aber das zählt in dieser Folge nicht. Ich habe hier die oberen Buchstabenreihenfolgen gesucht, einen Pfad von hier oben genommen. Und da sagt die Regel oder das Spiel gibt dann vor, dass sie hier auf jeden Fall immer genau einen Schritt geht. Und nicht zwei und auch nicht stehen bleibt. Hier unten, wenn man den Schwierigkeitsgrad erhöhen möchte, wenn man einen Pfad aus der unteren Reihe nimmt, dann kann es auch schon mal sein, dass sie an einem Ort stehen bleibt. Dass man also eine Theatersymbolik findet und dann ein Haus und dann bleibt sie einfach hier auf diesem Ort stehen. Aber das haben wir jetzt nicht gewählt. Und bevor wir jetzt loslegen mit dem Spiel, die letzten Schritte des Setups machen, gucken wir noch mal ganz kurz auf das, was hier rechts oben liegt. Das ist alles in der Erweiterung, in der sogenannten Fair Use Erweiterung drin. Da gibt es eine kleine Anleitung. Da gibt es einmal die Rival Poet, den gegnerischen Dichter. Den gibt es in zwei Ausprägungen, als flüchtig und als aggressiv. Das ist eine zusätzliche Komponente, eine zusätzliche Figur, die während unserer Suche nach der dunklen Dame mit eine Rolle spielt und uns entweder vertreibt oder uns davonbleibt und den wir ebenfalls finden müssen. Dann haben wir die Fair Youth Erweiterung. Das ist ein junger Mensch, der dann eben auch durch London läuft und dem wir auch hinterherjagen müssen. Und dazu helfen uns diese Tokens hier. Dann gibt es die Rendezvous-Erweiterung und die Darker Ladies, die dunkleren Damen, bei denen die Hinweise schwieriger werden, die aber im Endeffekt ähnlich funktionieren wie hier. Und das ist etwas, 4 verschiedene Erweiterungen, die man nicht alle gleichzeitig spielen kann, aber die man durchaus miteinander kombinieren kann, mit denen ich mich auch noch nicht wirklich näher befasst habe. Das habe ich nur mal angespielt und ich glaube, den Rival Poet habe ich mal gespielt. Das macht das Ganze natürlich noch mal deutlich kniffliger. Wollen wir heute nicht machen, legen wir ein bisschen raus, damit uns das Ganze nicht durcheinander bringt. So, also, wir befassen uns mit dem Grundspiel. Wir müssen die Dark Ladies einmal mischen. Und dann ziehen wir die oberste Karte, das ist diese hier, mit dieser Glockenblume. Die legen wir hier drunter. Das ist die dunkle Dame, nach der wir jetzt suchen. Dann suchen wir das Gegenstück dazu raus mit der gleichen Rückseite. Das ist ein Hinweis, den wir dann bekommen können, wenn wir alle Orte durchlaufen haben. Und das ist das Deck mit allen anderen Hinweisen. Das decken wir ab, drehen es um und das sind Hinweise, die wir einlösen können, wenn wir gewisse Dinge finden. Wir schauen. Dann haben wir das Fluchtdeck. Es heißt im Englischen Stealth Deck, also Tarnung, Verstecken,
fliehen. Deutsche Übersetzung schwierig. Es gibt keine deutsche Übersetzung. Und das Spiel ist auch nicht ganz sprachneutral. Neben der Anleitung sind diese Nebelkarten, die gleich eine Rolle spielen, wenn man nach der dunklen Dame sucht, dann kommt nämlich eine Nebelkarte mit ins Deck und rotiert dann durch, sodass man im typischen Londoner Nebel rumstochert letztlich. Und diese Nebelkarten enthalten nicht nur Shakespeare-Zitate, sondern auch Anweisungen. Die sind nicht ganz sprachneutral. Das heißt, wenn man es übersetzen wollte, müsste man diese 10 Karten hier neben der Anleitung übersetzen und dann die Shakespeare-Zitate entweder übersetzt oder unübersetzt mit dabei lassen. Okay, aber es hat sich noch kein deutscher Verlag gefunden, der das übernimmt. So, dann haben wir also das Deck, das ist sortiert nach einem Buchstaben. Das heben wir einmal ab. Dann legen wir den Countdown, das ist sowas Ähnliches kennt ihr auch aus Palm Island, das ist eine Countdown-Karte. Wir haben letztlich 3 Runden, noch 2 bleiben, wenn wir diese Karte zum ersten Mal aufdecken, heben wir da drunter. Und das ist unser Kartendeck, mit dem wir arbeiten. Hier sind Symbole der Eigenschaften der dunklen Dame, mit denen wir ein bisschen logisch rumkombinieren können. Und hier sind die 4 Symbole, die 4 Tokens, mit denen wir die Orte ein bisschen verfolgen können. Das Nebeldeck, das lege ich mal hier so hin. Und damit können wir loslegen. Also, wir wissen jetzt, die dunkle Dame ist an einem der Orte, an denen ein Boot abgebildet ist, also an einem Flussufer. Hier ist das auch nochmal aufgelistet, die verschiedenen Symbole. Kirchen, Handelsgebiete, Theater oder Spielhäuser, Flussufer, ländliche Gebiete, die sind hier oben. Dann Shakespeares Residence, also irgendwelche Orte oder Viertel, in denen er gewohnt hat. Und Tavernen sind hier abgebildet. Und zwischen diesen Orten läuft die dunkle Dame hin und her. Also, das sind die 3 möglichen Symbole. Und wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir können jetzt passen als eine Option. Das ist im ersten Zug natürlich nicht sinnvoll. Wir können unsere Spielfigur bewegen. Auch das ist eine Möglichkeit. Und wir können nach der dunklen Dame suchen und später, wenn Nebelkarten im Deck sind, dann kann man die auch nutzen und die Aktion ausführen. Und wie das funktioniert, sehen wir dann später. Das sind aber die 4 Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben jetzt in St. Paul's angefangen. Wir brauchen Hinweise. Das ist das, was wir brauchen. Und dafür müssen wir die dunkle Dame finden, Orte finden, ihr jeweils irgendwie über den Weg laufen. Sie wird sich jetzt auf jeden Fall bewegen, entweder nach hier, nach hier, nach hier, nach hier. Das sind so die Möglichkeiten. Wir könnten jetzt also doch hier warten und hoffen, dass dann ein Kirchensymbol kommt. Dann kann sie natürlich immer noch an verschiedenen anderen Orten sein. Das wäre eine Möglichkeit. Wir können aber auch einfach mal ein, zwei Schritte laufen. Und ich denke, wir werden mal nach Cornhill gehen. Denn was bringt uns das? Das bringt uns die Ortskarte von Cornhill. Und wenn wir alle Ortskarten einmal in der Hand haben, also sprich besucht haben, dann bekommen wir diesen Hinweis kostenfrei. So, das ist unser Zug gewesen und jetzt ist die dunkle Dame wieder dran. Sie geht zu einer zu einem Ort mit einer Taverne. Und wenn ich jetzt von hier aus schaue, hier ist keine Taverne in der Nähe. Sie kann also nach hier gegangen sein oder nach hier gegangen sein. Na, dann war jetzt unsere Wahl, dort rüber zu gehen, nach Cornhill, gar nicht so schlecht. Dann könnten wir jetzt nach Bishopsgate gehen, nehmen uns die Ortskarte. Und ihr seht schon, in den Ortskarten sind Löcher. Die spielen nachher eine Rolle beim Aufdecken, das zeige ich euch, wenn es dann soweit ist. Jetzt ist die dunkle Dame wieder dran. Jetzt geht sie auf ein Handelsgebiet. Jetzt kann sie hier sein oder da sein. Es sind übrigens keine Kreispfade, die sie geht. Sie kann durchaus auch hin und her laufen zwischen zwei Orten. Das passiert also auch je nach Pfad, den man sich aufgebaut hat, schon mal. Dann gehen wir nach Eastcheap. Das ist hier. Und die dunkle Dame ist wieder dran. Und sie geht wieder auf eine Taverne. Aha. Sie kann also jetzt in einem von 2 möglichen Orten sein.
Und wir gehen das Risiko ein, unsere Chance ist 50-50, wir werden jetzt nach der dunklen Dame suchen. Und das funktioniert jetzt auf eine ganz spezielle Art, damit wir eben keine Hinweise bekommen. Wir nehmen uns eine Nebelkarte, habe ich das Nebelkartendeck überhaupt gemischt vorher? Wir nehmen uns so eine Nebelkarte. Achten jetzt drauf, dass wir die anderen Karten, die danach folgt, nicht sehen. Und schieben diese Nebelkarte unter die oberste Karte, denn die oberste Karte brauchen wir jetzt. Das heißt, sie verschwindet eventuell im Londoner Nebel. Wir sind in Eastcheap, da nehmen wir uns die Ortskarte und jetzt spielt das Loch eine Rolle. Wir legen die Fluchtkarte auf die Ortskarte und drehen das Ganze um. Und wir sehen jetzt unter dem Schlüsselloch das Symbol der dunklen Dame. Das heißt, sie ist jetzt tatsächlich hier, das wissen wir. Aber wir können sie noch nicht mit ihren Eigenschaften konfrontieren. Wir haben sie nur jetzt gesehen, einen Blick auf sie erhascht sozusagen. So, das heißt jetzt wiederum, die Karte kommt aus dem Spiel, die Nebelkarte bleibt stattdessen im Deck, aber wir bekommen einen kostenfreien, das heißt kostenfrei, wir haben jetzt eine Nebelkarte im Deck, wir bekommen einen Hinweis. Und das ist dieser hier. Die Jacqueline Field, die ist es nicht, das wissen wir jetzt. Und von den Eigenschaften, die hier abgebildet sind bei der Jacqueline Field, gelten zwei. Sie ist die dunkle Dame, die wir suchen, ist also entweder literarisch tätig und hat Kinder oder sie ist literarisch tätig und ist verheiratet oder sie ist verheiratet und hat Kinder, ist dann aber nicht literarisch tätig. Das ist die Kombination, die wir jetzt kennen. Das heißt, wir wissen von diesen drei, von diesen Ereignissen, die legen wir uns einfach mal zurecht. Da gelten zwei von. Das wissen wir noch nicht genau welche. Die anderen vier Icons lassen wir einfach noch mal so liegen. Gut, jetzt geht es aber weiter. Jetzt ist noch dazu zur Suchenaktion gehört jetzt, dass die dunkle Dame flieht. Und zwar, wir haben jetzt eine Hinweiskarte. Sie flieht also jetzt inklusive des Nebels um einen Schritt. Und das heißt, sie flieht in Richtung Riverside. Und das geht nur hierhin. Das heißt, wir wissen jetzt, dass sie da ist. Das war unsere Aktion. Jetzt ist die dunkle Dame wieder dran. Und sie geht wieder auf einen Tavernenort. Sie kann also hier sein oder hier sein. Sie kann ja nach Süden oder nach Norden gegangen sein. Sie könnte jetzt wieder in Eastcheap sein. Das Risiko ist mir persönlich jetzt aber zu heikel, nochmal nach ihr hier in Eastcheap zu suchen. Ich würde sagen, wir laufen weiter nach London Bridge. Und dann nehmen wir uns die London Bridge Karte. Die ist hier. Die Farben der Orte, die ihr hier seht, spielen in den Erweiterungen eine Rolle. Im Grundspiel spielen die Farben hier, die Ortsfarben, keine Rolle. So. Jetzt ist die dunkle Dame wieder dran. Sie geht zu einem Symbol mit Haus. Das heißt, sie kann hier oben sein oder sie kann hier sein. Jetzt läuft sie vor mir weg, in Anführungszeichen. Ich laufe jetzt hier im Süden rum. Mal schauen. Ich gehe nach Southwark. Bitte nagelt mich nicht fest, die Ortsnamen in London korrekt auszusprechen, ist für einen Nicht-Engländer wahrscheinlich schwierig. Ich meine, es wäre Southwark. Nicht Southwark, sondern Southwark. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn es so ist. Wenn es nicht so ist. So rum. So, ich bin hier nach Southwark gelaufen. Zack. Jetzt ist die dunkle Dame wieder dran. Wieder zu einer Riverside. Das heißt, sie kann von hier oben aus jetzt da nicht hin. Das heißt, sie war nicht hier. Sie ist hier. Und dann kann sie nur hier sein. Dann laufen wir ihr hinterher. Liberty of the Clink. Und von Blackfriars aus läuft sie jetzt in eine ländliche Gegend, das heißt, sie kann nur hier sein. Denn die andere ist da oben und da kann sie nicht mehr gewesen sein. Das heißt, wir laufen jetzt nach Blackfriars und sie läuft zu einem Haus. Das heißt, sie kommt entweder zu uns zurück oder ist in Cripplegate. Ich will ja einerseits alle Orte durchlaufen. Andererseits will ich nicht zu lange warten, nochmal nach ihr zu suchen. Ich versuche das einfach. Ich suche nach ihr in Blackfriars. Auch hier Nebelkarte nehmen
unter die oberste Karte drunter schieben. Wir sind in Blackfriars, das Deck legen wir zur Seite. Blackfriars, Karte drauflegen, aufdecken, sie ist nicht hier. Okay, das heißt, wir wissen jetzt, sie ist da oben. Legen wir sie nochmal weg. Die Karte kommt aber trotzdem aus dem Spiel. Was passiert jetzt? Die dunkle Dame flieht, und zwar um die Anzahl der Hinweiskarten, die wir haben. Das ist immer noch nur eine. Das heißt, sie flieht einen Schritt. Wieder in eine ländliche Gegend. Jetzt kann sie aber von hier aus, von Cripplegate aus, sowohl in Clerkenwell sein, als auch in Shoreditch. Okay. Tja, wir müssen jetzt irgendwie da oben rum, da waren wir noch nicht. Uns fehlen noch ein paar Orte, um an diese Hinweiskarte zu kommen. Das heißt, wir gehen jetzt mal, ja, wir laufen hier mal hinterher nach Clerkenwell. Sie wird natürlich weglaufen, klar. Zu einem Gebiet mit einem Wohnhaus. Das ist entweder wieder Blackfriars oder Cripplegate. Und von Shoreditch aus könnte sie aber auch nach Bishopsgate gegangen sein. Clerkenwell haben wir schon bekommen jetzt. Dann gehen wir jetzt weiter nach Cripplegate. Und sie läuft in eine Gegend mit Kirche. Das heißt, sie kann von hier aus zu Clerkenwell oder zu St. Paul's gegangen sein. Das heißt, sie ist hier in der Ecke, sie ist nicht hier. Uhuhuhu. Cripplegate haben wir. Uns fehlen nur noch St. Paul's und Shoreditch. Ich würde gerne, wir sind so nah dran, aber wenn sie zu einem Haussymbol geht, dann kann sie zu Blackfriars oder nach Cripplegate gelangen. Wir laufen mal ein bisschen weg. Wir werden uns versuchen, diese Karte zu holen, hier diese Hinweiskarte. Das heißt, wir laufen erstmal, wir gewinnen etwas Abstand. Wir gehen nach Shoreditch, nehmen uns diese Ortskarte. Dann geht sie zu einem Ort mit Haussymbol. Von hier aus können das nur diese beiden Orte sein, die sie erreichen kann. Und jetzt müssen wir nur noch nach, zu unserem Ausgangsort, nach St. Paul's zurück, um alles gesammelt zu haben. Dann werden wir gehen nach Cripplegate. Sie läuft wieder zu einer Kirche. Das kann hier oder hier sein. Hier unten kann es nicht gewesen sein. Dann gehen wir nach St. Paul's, haben jetzt alle Orte mal einmal besucht und kriegen jetzt diesen zweiten Hinweis kostenfrei und müssen wieder nicht auf die Eigenschaften dieser Dame achten, sondern darauf, welche Eigenschaften für diese Karte gelten. Und zwar mindestens oder genau eine von diesen dreien. Und ihr seht, das ist nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Es gelten genau zwei von diesen dreien und eine dann nicht. Und genau eine von diesen dreien. Das heißt zum Beispiel, wir schauen mal, sie könnte immer noch verheiratet sein und Kinder haben. Dann wären das diese beiden Eigenschaften. Dann würde diese Eigenschaft gelten von dieser Karte. Dann dürfte aber keine andere gelten. Das heißt, sie wäre nicht literarisch unterwegs und hätte da auch keine dokumentierte Verbindung zu Shakespeare. Das sagt dieses Symbol aus, der Link zu Shakespeare. Gut, dann wäre das eine Möglichkeit. Aber es gibt eben auch noch diverse andere Möglichkeiten und wir wissen noch nicht, was dann die dritte Eigenschaft ist. Mit diesen beiden Karten alleine kommen wir also nicht wirklich weiter, was logisches Überlegen angeht. Hilft uns ein bisschen, aber eben noch nicht durchgängig. Trotzdem ist jetzt die dunkle Dame wieder dran. Sie geht zu einem Handelsgebiet. Also ist sie in Cornhill, das wissen wir jetzt. Tja, hinterherlaufen bringt nichts. Wir müssen einmal uns versetzen, einen Zug aussetzen sozusagen. Wir werden also nach Cripplegate gehen. Und sie geht auf ein Symbol mit Haus. Das heißt, sie geht entweder von nach Bishopsgate oder nach Cripplegate. Wir gehen das Risiko ein.
Wir nehmen eine neue Nebelkarte, legen die unten drunter, sind jetzt in Cripplegate, müssen den richtigen Ort raussuchen. Das ist etwas, was man beachten muss. Die Fluchtkarte oben drauf, drehen das um und liegen daneben. Das ist natürlich jetzt blöd, denn was passiert? Die dunkle Dame flieht jetzt zwei Schritte, weil wir haben ja zwei Hinweiskarten. Das heißt, sie flieht zwei Schritte, die wir nicht sehen, und ist jetzt wieder an einem Ort mit Haus. Schauen wir mal, sie war hier. Sie flieht zwei Schritte. 1, 2 kann hier sein. 1, 2 kann hier sein. 2, 2 oder hin und zurück. 1, 2. Sie kann also tatsächlich jetzt auch wieder hier in Cripplegate sein. Von hier aus 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. In alle Richtungen mal geschaut. Sie kann also tatsächlich nur wieder in Bishopsgate oder in Cripplegate sein. Hoffen wir mal, und das gehen wir jetzt mal ein, das Risiko, dass sie jetzt in Cripplegate ist. Das heißt, wir versuchen es wieder, ohne dass wir uns bewegt haben. Halt, Moment, wir sind ja gar nicht dran. Das war ja die Flucht und jetzt ist sie ja dran. Das heißt, sie geht jetzt weiter in ein ländliches Gebiet und das kann sie entweder hier oder hier. Ah, trickreich. Tja, guter Rat ist teuer. Ich hoffe mal, sie ist hier. Dann geht sie danach entweder wieder hierhin oder hierhin. Ich gehe mal nach St. Paul's. Sie geht wieder auf ein Haus, das heißt hier, hier oder hier. Und ich gehe mal nach Blackfriars. Und jetzt geht sie zu einer Taverne. Das heißt, sie kann hier nicht gewesen sein, sie muss hier gewesen sein, denn das ist der einzige Ort erreichbar in einem Schritt mit einer Taverne. Völlig falsche Richtung. Und jetzt ist die große Frage, kommt sie unten rum oder kommt sie oben rum auf die andere Seite der Stadt oder bleibt sie da hinten? Ich denke, ich gehe mal unten rum. Liberty of the Clink. Dann geht sie zu einem Handelsgebiet. Das kann da oder da sein. Dann gehe ich nach Southwark. Und dann geht sie zu einem Kirchengebiet, zu einem Gebiet mit Kirche. Das kann hier oder hier sein. Ich versuche das jetzt einfach, denn ich brauche Hinweise. Also wieder Nebelkarte unten drunter schieben. Wir sind in Southwark. Die Karte suchen wir uns raus. Umdrehen und wir haben sie gefunden. Da ist das Symbol wieder an der richtigen Stelle mit dem Schlüsselloch. Eigentlich sehr, sehr witzig gemacht mit diesen Schlüsselloch-Hinweisen. Das heißt, wir wissen jetzt, sie ist hier. Und wir bekommen einen kostenlosen Hinweis, den wir uns hier rausziehen. Aus dieser Karte. Und jetzt haben wir drei Karten. Aber bevor wir da anfangen, hin und her zu überlegen, müssen wir erst noch die Flucht der Dame durchführen. Sie flieht jetzt, wir haben drei Karten, sie flieht also drei Schritte. 1, 2, 3. Und die Karte zählt nicht mit, aber die müssen wir jetzt einmal umdrehen auf 1. Und jetzt ist sie an einem Ort mit Ufer. Überlegen wir mal. 1, 2, 3, sie kann also hier gewesen sein. 1, 2, 3, sie kann hier gewesen sein. 1, 2, 3, nee, sie kann nur da oder da sein. Meine Überlegung, ich glaube, wenn sie von hier aus drei Schritte geht, kann sie nicht bis dahin gekommen sein. 1, 2, 3, 4, 5 hätte sie gebraucht. 1, 2, 3, dann hätte sie noch einen vierten zum Zurückgehen gebraucht. 1, 2, 3, 4, nee, das hätte auch nicht gepasst. Ja, so müsste es eigentlich sein. So, aber jetzt gucken wir uns erstmal die Hinweise an, bevor wir überlegen, was wir machen. Und sie ist ja jetzt auch noch mal dran. Das heißt, wir können direkt den Zug von ihr durchführen. Sie kann nur hier oder da sein. Okay, schauen wir mal. Bevor wir da jetzt weiter überlegen, gucken wir uns das noch mal an. Wir haben jetzt diesen Hinweis zuletzt bekommen. Und wir haben hier die Glockenblume.
Das heißt, es gelten zwei Eigenschaften aus dieser Dreiergruppe. So etwas Ähnliches haben wir hier auch. Zwei Eigenschaften aus dieser Dreiergruppe und eine Eigenschaft aus dieser Dreiergruppe. Gucken, ob wir das irgendwie durchkombiniert bekommen. Und meiner Erfahrung nach geht man da ganz einfach vor, indem man bei einer solchen Karte anfängt und sagt, nehmen wir mal an, das wäre dieses Symbol und dieses Symbol, dann kann es das nicht sein. Das drehen wir mal um. Das hat auf der Rückseite, ist das grau? Ich weiß gar nicht. Ja, das kann man in der Kamera erkennen, das ist grau hinterlegt. Hier ist es schwarz. Wir nehmen mal an, das sei nicht der Fall. Dann wäre diese Karte erfüllt. Gucken, ob das hier auch funktioniert. Gelten zwei dieser Eigenschaften. Wir hätten verheiratet. Wenn das nicht gilt, müssen verheiratet sein und Kinder haben auch gelten. Das passt nicht. Dann müssten ja diese vier Eigenschaften gelten. Das kann also in der Kombination nicht funktionieren. Also fangen wir hier oben wieder an bei dieser Karte. Nehmen wir mal, sie hätte das Herz und die Feder. Dann kann nicht das hier gelten. Und jetzt müssen wir mal schauen, die Feder wäre möglich, dann wäre jetzt entweder, es müssen zwei gelten, entweder noch die Kinderrassel dazu oder der Ehering dazu, damit das funktioniert, eine von diesen beiden, würden beide funktionieren. Und es müsste genau eine von diesen Eigenschaften gelten, dann wäre es dieses hier. Denn das dürfen nicht die Feder und die Rassel gleichzeitig sein. So, schauen wir mal, das wäre eine mögliche Kombination, die uns sagt, sie könnte das Herz und die Feder, genau zwei Eigenschaften dieser Dame, müssten auch für sie gelten. Genau eine Eigenschaft dieser Dame, das wäre die Feder und nicht die Kinderrassel, nicht die Kette. Und genau zwei Eigenschaften dieser Dame. Und das sind hier in diesem Falle die Feder und der Ring und nicht das Herz. Und nicht die Feder und der Ring, nicht die Rassel. Genau. Das wäre eine mögliche Kombination. Aber ob das wirklich eine ist, ich könnte die mal hier so hinlegen, das sind die drei Eigenschaften, die wir erraten müssen. Und nach den Hinweisen, die wir haben, ist das möglich. Aber ob das die einzige Möglichkeit ist, haben wir noch nicht überprüft. Dafür müssten wir alle Kombinationen überprüfen. Wir überlegen mal. Wir hatten ja hier angefangen mit Herz und Feder. Wir könnten ja mal anfangen zu überlegen, was wäre mit Herz und Link. Dann wäre das hier der Link. Dann können es nicht die Feder und nicht die Rassel sein. Und dann wären es hier eventuell, um zwei Eigenschaften zu bekommen, müsste es dann aber, wenn es nicht die Rassel sein darf und nicht die Feder, würde das nicht funktionieren. Nein, dann passt das nicht. Ich bin also immer noch bei Herz und Feder hier oben. Das scheint nach den Hinweisen tatsächlich die einzige Möglichkeit zu sein. Und wenn das der Fall ist, dann müsste für diese Eigenschaft hier entweder die Rassel oder der Ring dazukommen, nach diesem Hinweis, eines von beiden. Aber es darf nur eines von diesen sein, da die Feder aber schon da ist, darf es nicht die Rassel sein, dann muss es der Ring sein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Herz, Feder und Ring sind, die für diese Dame hier gelten. Und nach meiner Erfahrung in dem Spiel sind drei Hinweise können ausreichend sein. Eine vierte Hinweiskarte wäre natürlich toll, würde das Ganze vereinfachen, aber drei Hinweise können ausreichen. Wir müssen überlegen, was wir jetzt tun. Wir sind jetzt dran. Die Dame ist ja gelaufen und ist jetzt hier. Wir könnten sie jetzt konfrontieren. Wir werden mal versuchen, das Spiel zu lösen und damit zu gewinnen. Relativ zeitig im Rahmen des Spiels. Wir haben jetzt eine komplette Runde gespielt und sind zu Beginn der zweiten Runde durchs Deck. Wir werden sie konfrontieren und sagen, du bist hier und du hast diese drei Eigenschaften. Das funktioniert letztlich genauso wie das Suchen auch. Wir nehmen die Nebelkarte
schieben sie dazwischen. Sind in Southwark, decken auf und stellen fest, sie ist tatsächlich da. Jetzt geht's weiter. Wir wissen jetzt, sie ist in Southwark. Wir haben sie gefunden. Und jetzt behaupten wir, sie hätte diese drei Eigenschaften. Das kontrollieren wir und stellen fest, Herz, Feder und Ring sind tatsächlich die Eigenschaften. Die Dame, die wir gesucht haben, war in diesem Spiel Aline Florio. Und damit haben wir tatsächlich, gar nicht so einfach normalerweise, Erfolg gehabt, ein bisschen Glück vielleicht dabei. Damit haben wir tatsächlich das Spiel gewonnen. Und jetzt könnte man noch scoren. Da ich das so selten mache, weil ich das häufiger verliere als gewinne das Spiel, muss ich mir das jetzt nochmal anschauen, ob wir Punkte gemacht haben und wenn ja, wie. Also, Confronting. Scoring. Count the number of cards on top of the stealth deck. Das ist das hier. Bis zur Countdown-Karte, bis zum runden Marker sozusagen. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 4, 25. 25. Und dann haben wir eine Runde, die noch übrig geblieben wäre, also 26 dazu sozusagen. Macht also 51. Und dann zwei Punkte für jede Karte, die im Nebeldeck übrig geblieben ist. Wir waren bei 51. Und 1, 2, 3, 4, 5 Karten bleiben über. Macht 10 Punkte dazu, sind 61. Und jetzt müssen wir schauen, welchen Schwierigkeitsgrad wir gewählt haben. Seite 18, gucken wir mal. Hatten wir einen Schwierigkeitsgrad? Wir hatten den Normal Mode, da gibt es keine Anpassungen. Wir sind also am Schluss bei 61 und haben gerade so die Schwelle überschritten zum unsterblichen Barden und nicht irgendwo zum Fair Youth oder Fair Maid, sondern wir sind tatsächlich der unsterbliche Barde. Haben also sehr viele Punkte gerade kassiert. Klasse. Ist das tatsächlich? Ja. Unglaublich. Das habe ich lange nicht mehr gehabt in der Runde Black Sonata, dass ich so frühzeitig erfolgreich die dunkle Dame gefunden habe und richtig eingeschätzt habe, welche Eigenschaften sie hat. Das ging schnell, unerwartet. Ich hatte gedacht, euch auch noch zeigen zu können, was passiert, wenn man so eine Nebelkarte hat. Dann kann man ja nicht raten, wo sie ist. Natürlich nicht. Sie verschwindet im Londoner Nebel. Dann kann man auch nicht nach ihr suchen, sondern dann kann man sich nur entscheiden, ob man weitergeht und sie dann später irgendwo wieder auf einer entsprechenden anderen Position wiederfindet. Oder ob man diese Karte umdreht und die Aktion ausführt. In diesem Falle würde uns diese Aktion etwas helfen, da dürften wir nämlich eine neue Hinweiskarte nehmen. Aber so weit sind wir gar nicht gekommen. Wir haben die Dame erfolgreich identifiziert und das auch noch sehr zügig. Sehr schön. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe keine Regelfehler gemacht. Wenn ja, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Das, was einem beim Spiel jetzt stören kann oder an diesem Spiel grundsätzlich ist, dass es jetzt vom Setup her natürlich wieder etwas Aufräumzeit braucht. Ich muss jetzt sortieren, die Karten, die Nebelkarten hier raussortieren und kann jetzt nicht einfach so nochmal das Spiel beginnen, denn ich muss jetzt auch wieder dafür sorgen, dass ein neuer Pfad sortiert wird. Ich hatte den dritten Buchstaben oben. W, Q, D und K sind hier jetzt mit drin und das muss ich jetzt wieder einsortieren. Und wenn ich einen anderen Pfad spielen will, muss ich halt alle 26 Karten bzw. die noch ergänzend nochmal kontrollieren und einsortieren. Das ist also, bevor man ein neues Spiel beginnt, der Restart ist natürlich ein bisschen Arbeit.
Das ist etwas, was bei diesem Spiel mit dazugehört. Dafür bietet es einem eben aber auch Solo Hidden Movement. Das ist halt das, was der Automa hier steuert. Das muss ein Kartendeck sein, das gewisse Bedingungen erfüllt, damit man eben auch seiner der Wegelogik folgen kann. Es darf ja nicht so sein, Shakespeare zu der Zeit, da gab es noch keine Teleportation, da ist noch keiner von Sartre einfach mal nach Clerkenwell gehüpft. Deswegen ist das hier nicht ganz so trivial, was den Aufbau des Spiels angeht. Dann aber im Spiel eigentlich sehr flüssig zu spielen und dann kommt es nur darauf an, wie schnell man an die Hinweise kommt, die einem dazu helfen, möglichst eindeutig die Kombination der Eigenschaften herauszufinden. Das hat jetzt mit diesen drei Karten sehr gut funktioniert. Zwei reichen üblicherweise nicht. Das müsste schon Glück sein, dass man richtig geraten hat. Drei, habt ihr gesehen, können reichen. Die vierte sollte reichen. Ich glaube, mit fünf Karten, das wäre schon relativ überflüssig. Und man muss aufpassen, denn man hat nur 10 von diesen Nebelkarten. Und wenn das Deck alle ist, verliert man auch. Und wenn man so oft durch das Wegedeck durch ist, dass man den aufdeckt, indem man auf der Null keine verbleibenden Runden mehr findet, dann verliert man ebenfalls. Also man hat einen gewissen Zeitdruck, man hat einen gewissen Logikdruck und man muss natürlich aufpassen, dass man immer wieder genau überlegt, wo könnte die dunkle Dame sein und da helfen einem diese vier Tokens, helfen einem da sehr, sich das genau zu verinnerlichen und zu veranschaulichen auch, dass sie nur da sein kann, wo dieses Symbol ist. Und dass sie auch jetzt als nächstes nur einen Schritt gehen kann. Das heißt, sie kann von hier aus nach da gegangen sein, sie könnte aber auch von hier oder da nach da gegangen sein. Und das entsprechend, dann muss man in der Handhabung aufpassen. Wer da an den Tisch stößt und was verwackelt, der muss schon genau aufpassen, was er da getan hat. Ja, ein sehr interessantes Hidden-Movement-Spiel, was man solo spielen kann. Ein bisschen Deduktion ist erforderlich. Für wen ist das nichts? Für den, der mit logischem Denken und Kombinieren, hier was die Eigenschaften angeht, Probleme hat, der muss aufpassen. Das ist also nicht ganz trivial. Und man muss ein bisschen, ja, auf Hidden Movement muss man natürlich stehen, das muss man mögen. Es ist haptisch und von der Qualität der Token und Karten ist es super toll. Da gibt es nichts zu meckern. Und wir schauen noch mal ganz kurz in die Erweiterung. Da ist dieses Regelheftchen dabei. Das war alles in einer kleinen Schachtel, die gerade mal so groß war, dass das hier alle reinpasste und dann noch das ganze Material da rein. Das passt aber alles in die Grundspielschachtel. Und da sehen wir, dass wir diverse Komponenten haben. Dann gibt es hier den Fair Youth, einen Jugendlichen, dem man hinterherlaufen muss, für den dann gewisse Komponenten benutzt werden. Da sind ein paar Seiten. Dann gibt es die Rendezvous-Erweiterung. Auch die kann man spielen. Da gibt es andere Komponenten, die da gebraucht werden. Das sind dann diese hier. Da spielen dann die Holztoken mit ihrer Nummernseite eine Rolle. Bei der Fair Youth Erweiterung spielen die Holztoken mit der Pfeilseite eine Erweiterung eine Rolle. Und dann den Rival Poet, den man auf zwei Arten spielen kann, nämlich einmal als aggressiv und einmal als elusive, also ausweichend. Da spielt dieser zusätzliche Spielstein, diese Spielfigur eine Rolle. Und dann hat man die Darker Ladies, das sind die großen Karten hier. Da sind dann im Prinzip die gleichen Regeln geltend, aber ihr seht hier 4 Kartenrückseiten anstatt 6. Das heißt, auf den, wenn man dann eine Karte zieht, Herz, dann zieht man die andere passende Karte dazu. Das gibt es 2 sogar. Und wenn man dann einen Hinweis zieht, dann weiß man jetzt, es gelten von diesen weniger als 3 Eigenschaften. Das heißt, eine oder 2 oder keine von diesen 3 Eigenschaften gelten für die Karte. Das schauen wir mal. Es ist eine, es sind 2. Es sind 2. Aber das ist also, da sind andere Hinweise drauf, die schwieriger zu verfolgen sind. Und da brauche ich dann vielleicht 4 oder 5 solcher Hinweiskarten, um dann genau auf die Eigenschaften der Zielkarte zu kommen. Während hier mit 3 Karten kann man es hinkriegen, mit 4 kriegt man es in der Regel immer hin. Man muss also dann 4 Hinweise sammeln. Das sind die Erweiterungen, die dabei sind. Und was ich noch nicht genannt habe, sind diese Komponenten hier. 2 Token und 2 Karten, die ich mit in das Bewegungsdeck der dunklen Dame reinbauen kann, wo ich sage, okay, das waren entscheidende Punkte, entscheidende Hinweise, die möchte ich mir markieren, um zu wissen, aha, da war was Besonderes. Das kann ich hier tun.
Habe ich in der Regel noch nicht gebraucht. Also das ist, wie ihr gerade gesehen habt, in diesem Falle hatte ich echt Glück, dass es so schnell gelaufen ist. Das ist tatsächlich ein Punkterekord für mich. Den habe ich noch nicht erreicht, den Immortal Bard. Normalerweise, wenn ich das Spiel gewinne, bin ich üblicherweise im Scoring-Bereich hier so von Fair Youth, also um die etwas über 40, vielleicht auch mal knapp unter 40, Golden Lad. Das ist etwas, wo man sich normalerweise so bewegt. Das war jetzt eine außerordentlich glückliche Fügung, dass ich euch zeigen konnte, wie man das Spiel mit vielen Punkten gewinnt. Ja, das war eine Runde Black Sonata, meine Nummer 6 auf meiner Top-10-Liste der Solospiele. Die habe ich euch ja mit Ben vom Brettspielblog gemeinsam auf seinem Kanal vorgestellt. Link kommt oben in die Ecke. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich Regelfehler gemacht haben sollte, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ich irgendwie schlecht gespielt haben sollte, wobei bei 61 Punkten habe ich vermutlich Regelfehler gemacht. Schlecht gespielt wahrscheinlich nicht. Ansonsten ab in die Kommentare damit. Wenn ihr eine gewisse Erweiterung sehen wollt, auch da, merkt es mir gerne in den Kommentaren vor. Ich werde es mit Sicherheit auch wieder auf den Tisch packen, auch als Video. Es wird aber ein bisschen dauern, denn als nächstes stehen natürlich meine anderen verbleibenden Top-10-Spiele noch aus. Der Nummer 5 geht es demnächst weiter, das müsste Arche Nova sein. Und die Nummern 10 bis 7 habe ich euch ja schon gezeigt. Ich habe dazu jetzt auch eine Playlist angelegt, die könnt ihr durchschauen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartacus.